Ladies and Gentlemen, wenn ich sage, ich bin ein Ölmann, werden Sie zustimmen. Ich bin quer durch unseren Staat gereist, um mich diesem Land zu widmen. Ich bin ein Familienmensch, das ist mein Sohn und Partner H.W. Plainview. Ihr Jungs hat ein anständiger Familienbetrieb. Ihr Jungs seid ein wenig zu spät. Was haben Sie gefunden? Einige interessante Perspektiven. Ich besitze viele Türme, die täglich mehrere tausend Barrels fördern. Ich garantiere Ihnen, ich beginne zu bohren und es wird Geld fließen. Die Anstrengung wird sich bezahlt machen. Was ist das? Warum ist das nicht mein Land? Warum ist das nicht mein Land? Ich zahle dir $3,700. Nein. Es gibt hier Öl. Das hat seinen Preis. Was willst du, Eli? Mein Sohn ist ein Heiler und Bote des Heiligen Geistes. Er hat eine Kirche. Oh. Du wirst sehenden Auges in der Verdammnis untergehen! Wir bauen eine Pipeline und kommen mit Union Oil ins Geschäft. Dann machen wir Geld, so viel, wie wir nie wieder ausgeben können. Weg hier! Unter unseren Füßen ist ein ganzes Meer aus Öl! Niemand außer mir kommt da an! Wir bieten 1 Million für die Besitzrechte. Wann bekommen wir unser Geld, Daniel? Ich sehe die Menschen und ich sehe nichts, was ich mag. Ich habe dich gebrochen und bezwungen. Ich sehe das Schlechteste im Menschen. Wir haben einen Sünder unter uns. Weiche, Satan! Es tobt ein Kampf in mir. Ich muss einfach immer gewinnen.